Hallo liebe Uhrenfreaks und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel, die Uhrenbox aka The Watchbox. Und heute schauen wir uns von Heimdallar die Ghost 007 James Bond bla 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 Edition. Nein, Spaß beiseite. Die Uhr wurde auch schon bereits von anderen YouTubern vorgestellt. Komplette Titanium-Uhr. Ich fand die weiße Variante deutlich interessanter wie jetzt die Vintage-Variante und habe sie mir bestellt bei meinem Lieblingsstore auf Ali von Yangi. Allerdings kam die Uhr an und der Stift der Krone ist einfach zu kurz gewesen. Somit konnte ich die Uhr, wie ihr gleich im Unboxing sehen werdet, nicht richtig einstellen, sobald ich die Krone aufgedreht habe. Hat sie schon den Datum gewechselt, die Uhrzeit umgestellt und ich konnte sie auch nicht herausziehen, die Krone. Ich habe den Store angeschrieben, sie hat gesagt, kein Problem, ich schicke dir einen neuen Stift plus Krone rüber und dann kannst du das einfach ersetzen. Was absolut kein Problem ist. Allerdings, ihr kennt mich, ich bin sehr ungeduldig, also bin ich hingegangen und habe die Krone einmal komplett rausgezogen, habe bemerkt, dass das Gewinde, wo die Krone reingeht, sehr, sehr lang ist. Ich habe sie 1 bis 2 mm abgeschliffen mit ganz normalem Schleifpapier und siehe da, alles funktioniert. Ich kann die Krone reindrücken, herausziehen, alles funktioniert. Ich war auch damit duschen, sie ist weiterhin wasserdicht, alles prima. Ist die Uhr gut? Lasst uns an den Tisch gehen und herausfinden, ob sie es wirklich ist. So, liebe Freunde, dann mache ich auch mal mein Review zur Heimdallar Seaghost aka Omega Seamaster 300, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich weiß, die wird die James Bond irgendwas benannt, aber für mich sieht sie aus wie eine Seamaster 300 und sie nennt sich Seaghost. So, das ist die Uhr, mit der ich, glaube ich, die meisten Probleme hatte. Und zu Beginn zum Unboxing zeige ich euch jetzt mal kurz einen kleinen kurzen Ausschnitt. Ich habe die Krone aufgedreht und der Kronenstift oder das Werkstift kam einfach zu kurz. Ja. Sobald ich die Krone aufgezogen habe oder aufgedreht habe, hat die Uhr schon angefangen, die Zeit umzustellen, das Datum umzustellen und bis zum letzten Moment dann auch irgendwann stehen geblieben. Aber ich konnte die Uhrzeit nicht umstellen. Das heißt, sobald ich wieder gedreht habe, ging die Krone natürlich wieder nach innen zurück. Ich habe die Verkäuferin angeschrieben, sie hat gesagt, kein Problem, ich schicke dir eine neue Krone und einen neuen Stift und kannst du das selber kurz wechseln, kein Problem, mache ich natürlich sehr gerne. Und am selben Abend hatte ich dann noch, oder nach einigen Stunden, hatte ich dann schon die Lösung und habe gesagt, die Einführung der Krone, sage ich mal, die habe ich mit einem Schleifpapier etwas abgeschliffen, weil die wirklich sehr lang ist und dann ging's, dann konnte ich die Uhr wieder soweit benutzen. Allerdings habe ich dann im selben Moment noch eben mit der Lünette ein bisschen gespielt und pum, kam die Lünette einfach ab und war einfach schockiert.
Die ging auch nicht mehr ran. Das ist so schlecht konstruiert, so schlecht verklebt. Das Inlay klebt an einem 2 mm breiten doppelseitigen Klebeband. Ich frage mich einfach, wie lange sie überhaupt hätte halten sollen. Ja, ich war sehr beeindruckt oder bin immer noch sehr beeindruckt, wie flach diese Uhr im Prinzip ist. Aber das geht alles auf Kosten von einer sehr schlecht verbauten Lünette. Und das ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Daraufhin habe ich meine Verkäuferin natürlich nochmal angeschrieben, habe gesagt, du schau mal, die Lünette ist abgekommen. Und die haben mir dann im Prinzip komplett neues Gehäuse, Lünette, Inlay und auch die Krone mit der längeren Werkstift zugeschickt. Und das habe ich jetzt getauscht. Das ist jetzt im Prinzip ein neues Gehäuse, neue Lünette und auch eine neue Krone. Jetzt funktioniert alles soweit so gut, aber die Frage ist einfach für mich, wie lange wird das tatsächlich halten? Ich habe keine Langzeiterfahrung damit und die meisten YouTuber behalten ihre Uhren auch nicht. Das heißt, es gibt kein Update und wenn, dann ist es halt vielleicht mal ein Keeper, dass man wirklich behält, dass man da nochmal nach einem halben Jahr sagt, hier ein halbes Jahr Erfahrung, dies, das. Das machen die wenigsten und auch ich werde mich von ihr wieder trennen, auch wenn ich sie super hübsch finde. Mir ist es einfach zu riskant. Was passiert in einem halben Jahr? Kommt das alles wieder ab? Und kriege ich dann immer noch neues Gehäuse und neue Lünette und das Ganze ersetzt? Wahrscheinlich nicht. So, wie immer starten wir mal mit den Dimensionen, würde ich sagen. Wir haben ein Gehäusedurchmesser von exakt 42 mm. Ein Horn-zu-Horn-Abstand von auch exakten 49 mm. Ein Gehäusehöhe von 13,5 mm, was für ein NA35A-Werk sehr normal ist. Allerdings haben wir ein Box-Style Sapphire-Glas, ein Saphir-Glas im Box-Style, also im Hut-Style hier. Die schaut wirklich extrem viel raus. Deswegen messe ich jetzt einmal noch an der Lünette und Gehäuseboden und komme dann auf 10,8 mm, 10,7 sogar. Das ist eine Ansage, ja, für ein NH35A. Bandanstoßbreite sind 20 mm. Wie ihr seht, ist die Uhr wirklich extrem schmal, ja. Und das liegt aber, wie gesagt, daran, dass man bei der Lünette extrem gespart hat, ja. Ihr habt die Bilder gesehen, das ist einfach grauenvoll. Und kommen wir auch gleich mal zur Lünette. Wir haben eine einseitig drehbare Taucherlünette mit 120 Klicks. Die kann ich mit meinen Handschuhen einfach nicht drehen. Das ist aber ein generelles Omega-Problem auch wegen der Lünette, weil die einfach null Grip hat, also null Griffigkeit hat. Und diese ist, wie gesagt, so schmal gebaut, dass es schier unmöglich ist. Mit trockenen Händen funktioniert das soweit so gut. Und ich finde es halt im Nachhinein, nach meiner Erfahrung, auch super lustig, dass Heimdaller draufschreibt, ja, der Sound der Lünette, die ist anders, weil das aus Titanium ist. Bullshit! Es ist nicht, weil es aus Titan ist, sondern weil die so viel an Material gespart haben, dass die Lünette so aussieht, wie sie ist und deshalb auch so klingt, wie sie klingt. Und hier mal ein Soundtest für euch. Es ist okay, ja, aber ihr kennt das von vielen Seiko-Uhren, die haben ja diese zweierlei Klicks, also zwei Stellen, wo die Lünette im Prinzip den Klick macht. Die hat, wie ihr auf den Fotos sehen konntet, sogar drei Stellen, wo sie den Klick macht. Deshalb hört sie sich so an, wie sie sich eben anhört, wie eine Ratsche. Muss nicht jedem gefallen, mir persönlich gefällt es nicht und vor allem nicht nach dem, was ich gesehen habe und ihr jetzt auch gesehen habt. Kommen wir mal zum Gehäuse. Die ist, wie ich finde, sehr schön verarbeitet. Wir haben ein komplett gebürstetes Titaniumgehäuse, das auf allen Seiten gebürstet ist, sogar innen und wirklich sehr fein gebürstet, sehr schön. Da gibt es wirklich auch nichts zu meckern von meiner Seite. Gehäuseboden ist natürlich verschraubt und wir haben das Heimdaller Logo drauf und auch als Schriftzug.
Dann Automatikwerk, Saphirglas, 200 Meter und 100% Titanium. Die Krone ist leider nicht signiert, die ist einfach blanko gelassen. Und das Armband ist Edelstahl, die Schließe allerdings ist wieder Titanium. So, die Schließe ist wirklich sehr gut verarbeitet, gefällt mir soweit von der Verarbeitung her ganz gut. Wir haben das Heimdaler Logo auch drauf graviert. Allerdings habt ihr keine Feineinstellmöglichkeiten. Entweder sitzt die Uhr etwas zu fest oder etwas zu locker, was mir wieder nicht so gut gefällt. Meine Lösung wäre in dem Fall einfach, diesen oberen Teil der Schließe 2-3 mm länger zu bauen und hier innen im Prinzip, ja, 2-3 Mikroeinstellmöglichkeiten wenigstens zu geben. Damit wäre das Problem schnell gelöst und es würde auch nicht schlechter aussehen, als es jetzt tut. Wie gesagt, 20 mm Bandanstoßbreite und das Band verjüngt sich sogar nochmal auf 17,8 mm, also ca. 18 mm würde ich jetzt einfach mal sagen, 17,7. Das ist ganz schön, das Tapering, also dieser Verlauf der Verdünnung, finde ich wirklich klasse, steht der Uhr extrem gut. Und auf 10 Uhr haben wir noch ein Helium Escape Valve, also wo die Luft im Prinzip rausgehen kann, aber bei 200 Meter Wasserdichtigkeit braucht man die nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt eine Funktion hat, das habe ich gar nicht kontrollieren können, kann ich auch nicht testen. Aber ich hätte wenigstens nochmal reinschauen sollen, ob da jetzt wirklich eine Öffnung drin ist, damit das raus kann, wenn ich das alte Gehäuse vielleicht finde. Ich schaue mal, falls ich es wieder finde, dann tue ich es nochmal rein, aber wahrscheinlich habe ich sie schon weggeschmissen. Kommen wir zum Ziffernblatt. Das Ziffernblatt ist, finde ich, extrem schön gemacht. Wir haben unter der 12 das Heimdaller-Logo in schwarz, das Hai, das passt bei der Uhr sogar ganz gut drauf. Über der 6 haben wir in rot Sea Ghost stehen und Automatik und 200 Meter für die Wasserdichtigkeit. Auf der 6 ist dann unsere Datumsanzeige mit einem schwarzen Rahmen, was wiederum perfekt mit dem Logo oben drüber zusammenpasst, also schwarz-schwarz. Und die Stundenindexe, die sind aufgelegt mit einem grauen Rahmen und die Minutenindexe außenrum bemalt auch in schwarz. Die Symmetrie bei dieser Uhr ist wirklich genial. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Das Seaghost-Schriftzug hier passt auch perfekt mit der Spitze der Sekundenzeiger, welches auch in rot ist. Ist wirklich klasse. Ich gebe euch gleich noch ein paar Wristshots mit einem roten Band zum Beispiel oder mit Lederbänder. Die Uhr ist wirklich eine Strap Queen, würde ich sagen. Und das Weiß hat kein Sonnenschliff, sondern ein perlenartiges Schliff, sage ich mal. Es ist wirklich kein mattes Weiß und wie gesagt auch kein Sonnenstrahl, sondern ja, hat so einen Perleffekt. Champagner ist auch nicht ganz weiß, das ist so ein bisschen Champagner, ja. Das sieht man auch ganz gut mit den Indexen, welches halt weiß sind. Da sieht man diesen Farbunterschied, finde ich sehr, sehr gut. Die Leuchtmasse auf der Uhr ist nicht gut, hält nicht ganz so lange, wie man sich es gerne für einen Taucher wünschen würde. Liegt halt daran, dass die Stunden- und Minutenhände skaliert sind. Dadurch hat man eine sehr, sehr kleine Fläche, wo die Leuchtmasse draufkommt. Die ist genauso groß wie die des Sekundenhands. Was mich aber allerdings enttäuscht, sind halt auch nochmal die Stundenindexe, die eigentlich genug Platz und auch Tiefe haben, dass da die Leuchtmasse auch nicht so gut ist. In Summe, die Verarbeitung der Hände und so weiter ist wirklich sehr, sehr gut und so kenne ich das auch von Heimdaler. Die haben normalerweise einen sehr guten Finish, was bei der Uhr ja auch zutrifft, aber diese Konstruktion der Lünette ist einfach grauenvoll. Also ihr könnt die auch nicht einfach wegmachen und wieder dran machen, das ist unmöglich. Ihr müsst das wirklich von oben herunter drauf bauen. Und dann die Inlay der Lünette drauf kleben. Anders ist es einfach nicht möglich, liebe Freunde. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht, als die Lünette abging, das von unten dran zu machen. Keine Chance.
Deswegen habe ich dann auch das Inlay im Prinzip weggebaut und dann gesehen, dass es auf 2 mm klebt. Das ist einfach grauenvoll. Anders kann ich es nicht beschreiben. In Summe gefällt mir die Uhr sehr, sehr gut. Auch dieses einäugige Panda im Prinzip. Sie sieht wirklich toll aus und ich würde sie auch gerne behalten, wäre die Lunette nicht so beschissen verarbeitet. Entschuldigt meine Wortwahl. Aber mir fällt gerade leider nichts Besseres ein. Ja, ich hätte auch schlecht sagen können, aber das ist einfach beschissen konstruiert. Entschuldigung, nicht verarbeitet, aber beschissen konstruiert. Ich hoffe, dass die eine V2 oder eine V3 rausbringen, irgendwann mal, wo es ein bisschen höher ist. Das Glas muss für meinen Geschmack gar nicht so weit rausschauen. Ich hätte lieber eine ordentlich funktionierende und auch eine sichere Lunette anstatt so ein Käse. So, Zeit für mein Cargascore und fangen wir an mit der Verarbeitungsqualität. Hier gebe ich eine 5 von 10. Ich weiß, es ist sehr hart bewertet, aber nach dem, was ich gesehen habe mit der Lunette, finde ich die Verarbeitung einfach schlecht und ich finde es in Ordnung mit der 5. Die Spezifikationen, da gebe ich eine 8 von 10. Ich meine Titanium, Seiko NA35A, Boxstyle, Saphirglas. Es ist wirklich in Summe sind die Spezifikationen wirklich sehr, sehr gut. Deshalb eine 8 von 10. Das Aussehen bekommt auch eine 8 von 10. Ich meine, die sieht wirklich klasse aus. Es ist eine Augenweide, ja, wenn man sie anschaut. Es ist wirklich sehr hübsch gemacht. Das Milanese-Band ist klasse, das Ziffernblatt ist klasse. Die Uhr hat super Maße, wie ich finde. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Preis-Leistung gebe ich nur eine 6 von 10. Ich meine, wir zahlen immerhin fast 200 Euro für diese Uhr und bekommen eine so schlecht konstruierte Lunette. Ja, ich habe es jetzt 20 Mal im Video erwähnt, aber ich finde es einfach schlecht und ich finde es eine Unverschämtheit, uns sowas zu verkaufen. Deshalb die 6 von 10. In total haben wir also 27 von 40 Punkten. Es ist nicht solide, es ist aber vollkommen in Ordnung und für diese Uhr auch gerechtfertigt, wie ich finde. So, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche im neuen Review. Euer Karga.